Liebe Freundinnen und Freunde, die letzten Wortbeiträge haben es noch einmal deutlich gemacht, dass hinter der Debatte, die wir hier führen, ein großer gesellschaftlicher Trend auch steht, nämlich der Trend zur Prekarisierung, zur Auflösung von Sicherheiten in der Arbeitswelt und zur Auflösung von sogenannten Normalarbeitsverhältnissen. Und die Frage ist, wie wir diesem übergreifenden und zunehmenden Trend begegnen. Minijobs, Midijobs weiten sich aus. Zeitarbeit, Scheinselbstständigkeit, befristete Beschäftigung, Praktika, Honorartätigkeit, Werkverträge. Und diese Instrumente haben ihre Wirkung entfaltet in den letzten Jahren, nicht nur als solche, sondern ihre soziale Sprengkraft insbesondere entfaltet im Zusammenwirken von Hartz IV, dem muss man schonungslos entgegensehen, im Zusammenwirken mit der Zumutbarkeitsregelung. Dieser Satz, jeder Job ist zumutbar, dessen wegen ich damals Hartz IV nicht zugestimmt habe, dieser Satz treibt Personen in diese prekären Beschäftigungsformen und setzt bis in die Mitte dieser Gesellschaft Personen der Angst aus, zu Löhnen arbeiten zu müssen, von denen sie nicht leben können. Und die Frage ist, welche politische Antwort finden wir darauf? Und ich glaube, dass es insgesamt uns Grünen sehr gut ansteht, dass wir diese Debatte auch führen und dass wir dieser Debatte so eine zentrale Bedeutung beimessen. Das wird wahrgenommen von den Menschen in diesem Land. Und hier sind die Beispiele genannt worden, die Einzelhandelsverkäuferin. Und was, welchen Pfad schlagen wir hier ein? Wollen wir eine Abpufferung von prekären Beschäftigungsverhältnissen? Ich gehe da nachher noch drauf ein. Oder wollen wir aktiv gegen Prekarisierung ankämpfen? Und da sieht der Grundsicherungsantrag Z01 klare Schritte vor. Ein gesetzlicher Mindestlohn, öffentlich geförderte Beschäftigung, öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Wunsch- und Wahlrechte, Rechte, die die Subjekte stärken. Kann man natürlich... Ich sage auch, wir können an dieser Stelle auch nicht stehen bleiben. Da gibt es sicherlich noch einiges zu tun in den nächsten Debatten, in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr. Nach meiner Ansicht müsste eine geschlechtergerechte Arbeitszeitverteilung noch vorgesehen werden. Oder die eben angesprochene Zumutbarkeitsregelung muss dringend wieder verändert werden, um diesen Druck in prekäre Beschäftigungsverhältnisse aufzuheben. Damit am Ende mit einer vernünftigen Grundsicherung eines steht, nämlich existenzsichernde Arbeit. Und wenn wir diese existenzsichernde Arbeit haben, dann bei existenzsichernden Löhnen, dann wird auch ein Regelsatz von 420 Euro nicht dazu führen, dass die Hälfte der Bevölkerung oder wie hier Schreckenszahlen verbreitet werden, auf die Grundsicherung angewiesen sein werden. Das genau ist ja der gegensteuernde Mechanismus, der in den Grundsicherungsantrag eingebaut ist. Wir wollen vorgelagerte Systeme stärken und ein wichtiges Instrument ist der Mindestlohn, damit eben auch bei angestiegenen Regelsätzen man nicht in die Grundsicherung reinrutscht. Erwerbstätige Arme, liebe Freundinnen und Freunde, brauchen einen anständigen Lohn und keinen Steuerzuschuss. Und das Grundeinkommen, da muss man bei allen Schnittmengen, die man auf der Werteebene hat, schon drauf eingehen. Das Grundeinkommen ist keine Strategie für eine Offensive gegen Prekarisierung, sondern ich meine, dass gerade in dieser so vorliegenden Form als Teilgrundeinkommen es im Endeffekt, ich muss es so hart sagen, eine politische Kapitulation vor der Prekarisierung darstellt. Denn in dieser Form, 420 Euro plus bedürftigkeitsgeprüfte Wohnkosten, in dieser Form stellt es einen Kombilohn für alle dar. Und in dieser Form, da gebe ich ja hier einigen tatsächlich recht, Gerhard Schick, ist es nämlich auch keine Stilllegungsprämie, denn von 420 Euro kann man nicht leben und der Zwang zur Erwerbsarbeit bleibt aufrechterhalten. Und jetzt sagen natürlich einige, stimmt ja gar nicht, das ist jetzt hier Verhetzung, auch wir wollen einen Mindestlohn, auch mit dem Grundeinkommen könnte man das machen. Ich meine, dass diese Auffassung im Kern unpolitisch ist und auch geschichtsvergessen gegenüber den Auseinandersetzungen, die es in der Vergangenheit, ich will es mal auf den Punkt bringen, zwischen Kapital und Arbeit gegeben hat. Denn das Hauptargument für einen Mindestlohn ist, warum das Ganze so stark politisch zieht, das Hauptargument ist,
Man muss von seiner Hände Arbeit leben können. Das ist das entscheidende, tragfähige Argument. Und wenn das Erwerbseinkommen nicht mehr die vorrangige Einkommensquelle ist, liebe Freundinnen und Freunde, sondern die nachrangige Einkommensquelle, wenn das so ist, dann wird der Mindestlohn dieser Funktion beraubt. Dann wird einem dieses Hauptargument aus der Hand geschlagen und man wird es politisch nicht durchsetzen können. Und man muss auch kein Prophet sein, um das vorherzusehen, wenn man sich die gegenwärtigen, ganz realen Auseinandersetzungen um Verteilungskämpfe ansieht. Und neben der Prekarisierung, das möchte ich zum Schluss in der verbleibenden Zeit noch kurz ansprechen, gibt es ja auch einen zweiten Trend, der diese Debatte so interessant und gesellschaftlich so relevant macht. Das ist dieser Trend zur sozialen Exklusion. Ich kann es ja kaum noch wiederholen. Aber außerhalb dieses Saales kann man es nicht oft genug wiederholen, dass wir es uns leisten, ein Fünftel eines jeden Jahrgangs, der von der Schule geht, quasi mit einem Abonnement auf Hartz IV zu entlassen. Das ist ein gesellschaftlicher Skandal. Und insofern ist es mehr als überfällig, wenn in beiden Konzepten übrigens an dieser Stelle wir sagen, wir wollen in einem Umbauprozess natürlich, wir wollen aber im Endeffekt zusätzlich 30 Milliarden in den Bildungs-, Betreuungs-, Erziehungs- und Jugendhilfesektor umschichten. Das ist zwingend erforderlich, an dieser Stelle zu investieren und aufzubauen. Und dann gibt es einige von den Beobachtern aus den Medien, die dann schreiben, das sei ja alles Wolkenkuckucksheim. Wer nicht sieht, was sich aufbaut, wenn wir ein Fünftel jedes Jahrgangs in die Hoffnungslosigkeit entlassen, der hat den Schuss noch nicht gehört. Der ist selber in Wolkenkuckucksheim. Das sollten wir auch ganz klar den Spiegel und anderen Schreibern sagen. In dem Bereich lassen wir uns von niemandem etwas vormachen und an der Stelle, da stehen wir untergehakt am Wahlkampfstand, egal wie jetzt hier die Debatte ausgeht. Ich danke euch.